Na, man unterscheidet immer zwischen Dämonen und Menschengeister. Es gibt Menschengeister, Amen. Menschengeister sind Geister von Leuten, die leben oder tot sind, aber kontrollieren das Leben eines Menschen. Und wir wissen ja, dass ein Bereich der Menschen wurde, ist ein Bereich, wo Satan nicht unbedingt besessen sollte. Es ist der Bereich der Geister, der Geister Menschen. Amen. Der Mensch besteht aus drei Teilen: Körper, Seele und Geist. Amen. Der Geist ist das Tor, der Bereich, was uns Zugang gewährt zum himmlischen Region. Ob es um zweiter Himmel oder dritter Himmel ist, wer weiß, dass es einen zweiten Himmel und dritter Himmel gibt? Wer weiß das? Wer weiß, dass es ein erster Himmel ist, der sichtbare Himmel? Na, der Kosmos und alles, was wir sehen, und das Universum, dann gibt der zweite Himmel. Und die Bibel redet über das zweite Himmel wie das Ort, wo der Thron Satan. Und von dort verwaltet Satan alle Reiche der Welt, außer der Reich Gottes. Amen. Jesus Christus in Lukas 4, Vers 18, Satan zeigt in alle Reiche der Welt und sagt ihn, wenn du dich vor mir beugst, ich werde dir das geben. Wir haben gesehen, dass Jesus wurde in drei Bereiche versucht. Diese Versuchung war wichtig, warum? Weil Jesus in ein menschliches Fleisch war und dieses Fleisch musste geprüft werden. Und wir sehen, nachdem Jesus diese Prüfung überstand, er ging in die Kraft des Geistes und fing an, mit Vollmacht zu wirken. Und wir haben gesagt, damit Gott uns so mächtig benutzen, Gott wird auch bestimmte Dinge in uns töten. Amen. Und im Geist sich zu bewegen, du brauchst diese geistliche Freiheit. Du musst wie ein Kind sein, um dich mit dem Heiligen Geist zu bewegen. Wenn du nicht wie ein kleines Kind, der alles glaubt, was der Geist ihn sagt, was das Wort ihn sagt, was die Lehre ihn sagt, du wirst nicht, es wird dir schwer sein, dich im Geist zu entfalten und durchzubrechen. Amen. Deswegen, wenn man Theologie studiert, wenn man Theolog unterwegs ist, man sieht, es ist sehr schwierig, sich im Geist zu bewegen. Aber ab dem Moment, wo du dich im Geist bewegen möchtest, alles was mit Theologie, manchmal muss man es mal beiseite legen und sich führen lassen vom Heiligen Geist. Amen. Genauso wir hier, wir wollen geleitet, gelenkt, geführt werden vom Heiligen Geist. Wenn Dämonen in dem Leben ein Menschen kommen, die wollen zwei wichtige Bereiche besessen. Das werden wir sehen. Der körperliche ist ein Bereich, wo die Dämonen sich bewegen. Es gibt Bereiche wie die Nieren, wie das Herz, wie die Muskeln, die Knochen, die Nervensystem sind Bereiche, die Dämonen sitzen dort. Und wenn die in einem Bereich, einer dieser Bereiche sitzen, was passiert ist, plötzlich entsteht Nierenkrankheit, Herzenkrankheit, Muskelkrankheit, Rückenkrankheit, verschiedene Krankheiten. Warum? Weil unser Körper nicht ausgelegt wurde, um Dämonen zu tragen. Und dann gibt es noch der zweite Bereich, die Seele. Na, die Dämonen lieben gerne einen wichtigen Bereich der Seele. Welcher Bereich? Ha? Gedanke. Dämonen lieben die. Am liebsten würden sie nur in die Gedanken. Warum? Wer deine Gedanken kontrolliert, kontrolliert dein Leben. Die Dämonen wollen dir beibringen, zu denken, wie Satan es möchte, zu handeln. Wenn du denkst, du fängst an zu handeln. Wenn du die Gedanken akzeptierst, was Satan dir gibt, du fängst an auch entsprechend zu handeln. Die Dämonen lieben die Emotionen, die Gefühle. Ne? Wenn wir zu viel emotional unterwegs sind, es sind leichte Tortüre, die Dämonen benutzen. Und eine Seele, wie viel Dämonen kann eine Seele haben? Wie viele Dämonen? Legion. Eine Legion. Eine Seele kann eine Legion. Von wie viel bis wie viel Tausend ist eine Legion? Kann bis ab 2000 bis 10.000, 6.000, 10.000. Ja, es stammt aus dem militärischen Reich, ne? Wenn man eine Legion, es gibt immer ein Haupt, der über die das Legion regiert. Deswegen man sieht in dem Wort Gottes, als Jesus Christus die Frage stellte, wer bist du? Er sagt Legion, weil wir viel sind. Okay? Nehmen wir an, 6.000 Geister, Dämonen in dir sind.
Das ist schon eine große Menge. Deswegen manchmal gibt es bestimmte Befreiungen, die können lange dauern. Ne? Weil viele Dämonen, es gibt Dämonen, die kontrollieren deinen Gedanken, die kontrollieren. Ich habe jemanden einmal gehabt, er könnte die Bibel nicht eine Minute lesen. Dämonen waren so voll in ihm, dass wir haben erstmal Zeit verbracht, um bestimmte Schichten zu entfernen. Das war der Auftrag des Heiligen Geistes, dass wir bestimmte Schichten entfernen. Erst danach war die Person in der Lage, die Bibel zu lesen. Jedes Mal, wo die Bibel aufgeschlagen wurde, du sitzt vor der Person, gib ihm die Bibel zu lesen. Plötzlich fängt an zu schlafen oder zu gähnen oder Müdigkeit. Die Augen werden, schwerer und die Person kann nicht lesen. Ja? Und wir haben gebetet eine Zeit lang, bis bestimmte, weil die besessen deine Augen, die besessen deine Gedanken, die besessen deine Nerven, deine Muskeln. Du bist bist schwer. Na? Und das Gebet führt dazu, dass diese kleinen Dämonen, die überall versetzt sind, dass sie loslassen. Und je mehr davon weggehen, desto leichter wirst du. Die kontrollieren den Körper, das bedeutet Muskel, Knochen, Blutsystem, die kontrollieren die Gedanken, die kontrollieren alle Bereiche des Körpers. Und die Seele auch wollen die kontrollieren. Aber der Geist, der Mensch, wurde geschaffen, Amen, um Gott zu empfangen. Aber dadurch, dass wir aus der Welt kommen, wir in der Welt sind wir besessen von dem Geist der Welt. Amen. Und in dem Bereich der Seele, der Geist, können nicht viele Dämonen sich bewegen, meist nur ein. Der Geist ist geschaffen, damit nur ein Geist sich in dem Bereich der Geist bewegt. Und Leute, die oft einen Geist in dem Bereich der Geist, sind Leute, die tief in der Okkultismus waren, die tief in der Hexerei waren, sehr, sehr tief. Und die Tür, der Geist ist offen und ein Führergeist übernimmt die Kontrolle des Geistes. Amen. Ein Führergeist übernimmt die Kontrolle des Geistes. Aber die Bereiche der Seele können mehrere Dämonen sich bewegen. Es gibt immer einen Chef und es gibt mehrere Dämonen. Ne? Der Chef kann man als Hauptgeist nennen oder als Chef oder als wie nennt man das, Führergeist zum Beispiel, kann in den Bereich der Geist und den ganzen Körper kontrollieren. Und das werden wir weiter haben in der Schule der Befreiung. Wir müssen uns entwickeln und schauen, wie können wir Leute, die in Not sind, von ihrer Bedrängnis und ihrer Nöte befreien. Halleluja. Amen. Seid ihr müde? Seid ihr müde? Ah, okay. Dann sind wir bis Mitternacht da heute. Amen. Wir wollen ein bisschen weiter über die Kriegsführung reden. Ich habe mal zwei Bereiche der Kriegsführung, in zwei Bereiche geteilt, der defensive und offensive Kriegsführung. Wir erleben gerade einen Krieg, was in der Ukraine gerade passiert, einen Krieg zwischen Ukraine und Russland, Amen, wo wir oft reden, die Ukraine wird eine Offensive starten, Amen. Und vor kurzem haben wir gehört, diese Offensive hat nicht richtig funktioniert, weil die Russen so ihre Armee gestellt hat, dass diese Offensive nicht richtig stattfindet. Genauso wie das Krieg zwischen Russland und Ukraine stattfindet, es ist dasselbe Bild, was wir als Kinder Gottes erleben im geistlichen Kampfführung. Wir haben oft gesagt, dass es gibt zwei Arten von Christen. Es gibt passive und aktive Christen. Aktive, passive Christen, die sind die, die einfach lasch unterwegs sind, die einfach faul unterwegs, die sagen, ja, alles ist schon vollbracht, ich brauche nichts zu machen. Na, ich brauche nicht zu beten, ab und zu mal ein bisschen beten, lesen. Aber aktive Christen, die sind die, die Gedanken Gottes suchen, die forschen die Gedanken, die bekommen Erkenntnis und mit der Gedanken können sie auch die Werke des Feindes entblößen
und dagegen eintreten. Das bedeutet schlagen, bevor Satan zuschlägt. Amen. Passive Christen, die kommen im Kampf, wenn die irgendwelche Schläge erlebt haben. Aktive Christen, die erkennen die Schläge, bevor der Satan zuschlägt, und dann zerstören die Werke Satan. Das sind aktive Christen, die sind ständig auf den Rissen, die schauen, die sehen im Geist, die spüren, dass genau das etwas ist dabei, in Mannheim zu passieren oder in der Gemeinde zu passieren, oder die Gemeinde wird so schwer. Aktive Christen, wenn er die Gemeinde leitet, das Gebet leitet, er kann erkennen, es ist eine Atmosphäre der Müdigkeit, er wird dagegen eintreten. Aktive Christen wird erkennen, ich sehe gerade, dass eine Krankheit ist am Kommen in diese Familie oder in diese Richtung, und dann bete er gegen diese Krankheit. Es ist auch, aktive bedeutet auch prophetisch unterwegs zu sein. Prophetisch, denn der geistige Kampfführung ist eng mit prophetisch gebunden. Halleluja. Satan, das Schlagfeld des Lebens eines Christen ist sein Leben. Das bedeutet erstmal, der Schlagfeld Satan ist in dem Leben der Christen. Wenn man von Leben redet, man redet von der Familie, man redet von eigenem Leben, man redet von beruflichem Leben, von Finanzleben. Alle diese Bereiche, deine Kinder sind der Schlagfeld Satan. Deine Finanzen ist der Schlagfeld Satan. Deine Ehe ist der Schlagfeld Satan. Er wird alle diese Bereiche angreifen. Und dann greift auch die Gemeinde, ne? Weil wir sind auch Teil der Gemeinde, wir sind eine Familie. Wenn Satan angreift, er wird jede Ehepaar hier angreifen mit Müdigkeit. Wenn wir uns treffen, wir sind zu müde zu beten, wir sind zu viel abgelenkt zu beten, es könnte viele Krankheiten entstehen, wo wir so entmutigt sind. Amen. Deswegen brauchen wir immer welche, die erkennen, nein, wir können nicht in diesem Zustand bleiben. Wir müssen aufstehen durch Lobpreis, durch Proklamation des Wort Gottes. Wir müssen aufstehen in der Familie. Schatz, ich sehe gerade, du bist sehr müde die letzte Zeit. Komm, lass uns dagegen eintreten. Schatz, ich sehe gerade, dass unsere Kinder irgendwie angegriffen werden. Lass uns dagegen. Nicht warte, dass es schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer, bis man aufsteht und sagt, Gemeinde, bitte, könnt ihr beten? Es ist so große Not bei uns. Oft machen wir so, wenn große Nöte da sind. Aber bevor diese Nöte kommen, Gott warnt uns immer. Er gibt uns Zeichen. Er gibt uns, plötzlich sehen wir das Kind, nimmt nicht mehr teil an der Gemeinschaft der Familie. Plötzlich sehen wir, der Mann hat keine Lust mehr, abend die Bibel zu studieren oder zu beten. Es sind langsame Zeichen, die Gott uns gibt. Wir sehen das. Wir müssen sofort handeln. Nicht einfach sagen, ja, es ist sein Leben, Gott wird schon machen. Nein, wir fangen an erstmal durch Gespräche. Gespräche bringen Erkenntnisse. Amen. An Gesprächen haben wir Erkenntnisse, dass etwas gerade am Werden ist, am Wirken ist. Dass ein Geist, man merkt zum Beispiel die letzten Tage, gibt so Streit zwischen meinem Mann und ich, meine Frau und ich. Bei jeder Kleinigkeit streiten wir. Halleluja. Was macht man? Man handelt, man tut etwas dagegen. Entweder geht man erstmal ins Gebet, weil manchmal, wenn man der Partner mit der Partner redet, nein, ist nicht wahr. Es gibt keinen Dämon, der uns, oder Satan, oder nein, ich bin nur einfach so. Aber wie ich als geistlicher Mensch, ich erkenne, dass gerade etwas in Planung ist. Ich erkenne, dass diese Streitigkeit ist nicht normal. Ich erkenne, dass mein Bruder in der Gemeinde, der mich immer begrüßt, die letzten Tage geht mir aus dem Weg. Und dann muss ich nach Gespräch suchen, um diese Situation zu lösen. Amen. Wir kennen den Zeitpunkt, wo wir uns engagieren müssen im Kampf. Was ist der Zeitpunkt, wo ein Kind Gottes sich im Kampf engagieren muss? Was ist der Zeitpunkt? Wer kann mir sagen? Was ist der Zeitpunkt, wo wir uns im Krieg, im Kampf engagieren müssen? Bevor es losgeht, ja? Wann ist diese bevor es losgeht? Heute. Immer. Halleluja. Heute ist der Tag, bevor es losgeht, dass ich sage, Herr, zeig mir, nichts soll verborgen bleiben vor mir.
Herr, öffne meine Augen, damit ich sehe. Herr, öffne meine Ohren, damit ich höre. Herr, zeig mir, aus welcher Quelle der Feind angreifen möchte. Herr, zeig mir, Halleluja, wie du dich gerade bewegst. Denn ich muss mich bewegen gemäß des Geist Gottes. Ich muss immer erkennen, in welcher Zeit meine Familie ist, in welcher Zeit die Gemeinde ist, in welcher Zeit wir uns bewegen. In welcher Zeit ist gerade die Welt? Welche Zeit bewegt sich die Welt? Technologisch gesehen. Ja? Endtime, ja, eine intelligente, artificial intelligent. Wir bewegen uns in der Zeit, wo Menschen robotisiert werden, wo die Maschine an unserer Stelle denken wird. Aber täuscht euch nicht, was die gerade machen, die sind eine Stufe höher in der menschlichen Kontrolle gegangen. Amen. Die sind in eine sehr, die Kameras werden intelligenter, die Autos werden intelligenter, alles wird intelligent. Denkt ihr, es geht darum, das Leben der Menschen zu vereinfachen? Nein. Es geht darum, wenn man Ulrike auf der Straße sieht, man sieht Christen. Der Kamera erkennt Christen. Okay? Man erkennt alles, man hat alle Informationen über dein Leben. Und diese artificielle Intelligenz kann außer Kontrolle geraten, wenn wirklich Tyrannen da hinten stehen. Nehmen wir ein Beispiel. Biden kam in den USA. Fast alle haben ihn gewählt. Aber Biden sagt jetzt, LGBTQ ist erlaubt in den USA. Ja, er hat ein Programm. Er kommt mit einem satanischen Programm. Und dieses Programm muss ausgeführt werden, ob ihr wollt oder nicht. Dieses Programm, wir sind in der Zeit, wo Satan seine Programme ausführt. Und wer das Buch von Offenbarung liest, weiß, dass es gibt eine Zeit für alles. Gott hat alles, er hat uns das Buch Offenbarung gegeben, in dem er uns alles gezeigt hat, was gekommen ist, was kommt und was kommen wird. Okay, aber wenn wir das Buch Offenbarung nicht lesen, aus Angst, dass es schwer ist, du hast den Heiligen Geist, du musst lesen, um bewaffnet zu werden, um ausgerüstet zu sein, um Erkenntnis zu haben, in welcher Zeit du bist, in welcher Zeit deine Familie ist, in welcher Zeit die Gemeinde gerade sich bewegt. Unser Bruder hat so gut gesagt, dass, Halleluja, wir sind am Ende der Zeit. Gott wird nicht kommen, um dir zu sagen, bist du bereit? Nein, du musst bereit sein. Du musst bereit sein. Du musst die Zeit erkennen. Halleluja. Ich habe euch ein Buch auf Englisch gegeben. Und in diesem Buch, der Mann, er hat das 1948 geschrieben. Und er sagt, die wissenschaftliche Entwicklung ist so groß, dass, aber es fehlt eine Kraft, die diese wissenschaftliche Entwicklung kontrolliert. Es fehlt eine Kraft, die nicht nur wissenschaftliche, in der Bereich der Physik, in der Bereich der Waffenindustrie, in aller Bereich der Technologie, alles hat sich entwickelt. Aber einer Bereich in der westlichen Nationen, alles hat sich entwickelt. Heute, du kannst dein Auto von Ferne steuern, alles hat sich entwickelt. Aber in der westlichen Nation, eine hat sich nicht entwickelt. Das Geistliche. Er hat das 1948 gesagt, dass die Entwicklung der Technologie ist so groß, dass wenn die geistliche Entwicklung nicht höher kommt, die werden uns kontrollieren. Er sagt, guck, schau mal, wer ist hinter dem Knopf der Atombombe? Ein Mann. Er kann aufstehen heute mit schlechter Laune, er drückt auf den Atomknopf. Amen. Wenn es keine Gegenkraft, die durch Gebet ihn stoppen kann, weil wenn die Gemeinde betet, wenn die Gemeinde aktiv in Fasten und Gebet ist, durch unsere Gebet und Fasten, wir kontrollieren die Geister, die hinter diesen Männern sind.
Wisst ihr, was gerade in den USA passiert? Soll eine Lehre von uns für uns sein. Denn die Amerikaner werden ihre Kraft verlieren. Die werden ihre Macht verlieren. Amerika wird gerichtet. Warum? Amerika hat die Welt verseucht mit Hollywood, mit Musik, mit Satanismus. Amerika hat die Welt verseucht, obwohl, als Amerika entstanden ist, die Fundamente Amerikaner waren christlich. Ich habe mehrmals gearbeitet in den USA. Ich war in Texas 2,5 Monate. In der Firma, wo ich arbeite, es gab 3000 Leute. Wir waren in einem Kraftwerk. Aber ich glaube, jeder Amerikaner kennt Jesus Christus. Das hat mich erstaunt. Jeder Amerikaner kennt Jesus Christus. Im Vergleich zu hier. Okay? Fast jeder Amerikaner kennt Jesus. Viele gehen in der Gemeinde. Aber ich habe eine Umfrage gemacht, wo ich gearbeitet habe. Ich war sogar im Flugzeug. Es gab neben mir Christen. Aber eine sagt mir, die geht, um ihre Freundin zu besuchen. Ihre Freund zu besuchen. Ich sage, dein Freund. Wie lebt ihr? Ja, wir leben als Freund, wir haben Sexualität und so. Und ich sage, du bist Christ, neu geboren, du betest in Zunge und du hast Sex vor der Ehe. Ich sage, nein, du bist nicht bekehrt. Die war erstaunt. Ich sage, du bist nicht bekehrt, es tut mir leid. Du kannst nicht sagen, ich folge dem Messias, aber ich tue das Gegenteil, was er von mir verlangt. Halleluja. Wir haben in der Gruppe vor kurzem gesagt, vor der Ehe, ich kann nicht mit einer Frau in demselben Zimmer schlafen. Nein. Vor der Ehe, ich kann nicht mit einer Frau leben. Wir leben getrennt. Wir treffen uns irgendwo. Diese Freundschaftsbeziehung gibt nicht. Nein, vergiss es. Leute sagen, ja, ich bin stark. Ich kann mit ihr zusammen. Nein. Du lebst bei deinen Eltern, ich lebe bei mir. Der Tag, wo wir heiraten, dann leben wir in demselben Haus. Ich werde genießen. Aber vorher, na, ich will nicht beweisen, dass ich zu stark bin. Ich kann mit einer Frau in dasselbe Haus leben. Nein, ich habe nichts zu beweisen. Ey, wir werden heiraten. Wenn du mich liebst, du lebst bei dir, ich lebe bei mir. Der Tag, wo wir heiraten, wir können uns treffen während der Verlobung. Wir können essen gehen, wir können trinken gehen. Wir können, aber allein zu sein irgendwo, ich will das erstmal nicht. Amen. Ich will das erstmal nicht. Aber du siehst in den USA, viele sind bekehrt, die sagen sogar, ja, wir haben Sexualität, aber nicht direkt. Es ist keine Sexualität. Ich sage, oh, Sexualität ist Sexualität. Ab dem Moment, wo ihr nackig seid, ihr seid schon, ab dem Moment sogar, wo du in Gedanken, die Bibel sagt, sogar in Gedanken. In Gedanken. Wir sind in einer Zeit, wo es tut mir leid, das zu sagen, es ist eine Zeit entweder oder. Es gibt keine halbe Christ. Es gibt keine 99% Christ. Entweder bist du ein Kind Gottes, der das Wort Gottes folgt, oder bist du kein Kind Gottes. Ihr werdet erstaunt sein, ich mag sehr viel Seelsorgegespräch. Manchmal möchte ich Leute sagen, du bist nicht bekehrt. Ich habe oft Leute gesagt, nein, du bist nicht bekehrt. Denn die Bedingung der Bekehrung sind nicht erfüllt. Du bist nicht bekehrt. Wenn ich dir die Frage stelle, bist du mit Jesus, liebst du Jesus? Ich weiß nicht, ob ich ihn liebe. Glaubst du an Jesus? Ich kann zu Jesus vertrauen. Nein, ich kann Jesus nicht vertrauen. Du bist nicht bekehrt. Ein Kind Gottes, der nicht Jesus vertrauen kann, ist nicht bekehrt. Ein Kind Gottes, der Jesus, der misstrauisch ist Jesus gegenüber. Er hat Probleme, er ist nicht bekehrt. Weil wenn du bekehrt bist, wenn du Jesus begegnet bist, Halleluja, es gibt keinen Raum mehr zum Zweifeln. Es gibt keinen Raum mehr zu diskutieren. Ich habe keine Zeit zu diskutieren. Entweder glaubst du oder glaubst du nicht. Entweder oder. Jemand hat mich beschimpft, weil wir Leute in der Schwimmbecken taufen. Er sagt, komm in die richtigen Fundamenten. Denn gemäß des Wort Gottes, du musst in eine fließende, strömende Wasser taufen. Ich habe ihm gesagt, ich habe keine Zeit für dich dieses Mal. Wir werden irgendwann mal reden, aber richtig. Er ist einer, der sehr lange der Zungenrede bekämpft hat. Aber jetzt denkt er, ja, ich brauche diese Zungenrede. Ich sage, nein, du brauchst die Bekehrung. Du brauchst die Bekehrung. Der Satan hat so gearbeitet,
dass Menschen so leisig werden. Und dadurch, dass diese Kraft des Gebetes, diese Kraft des Fasten, diese Kraft, was die Gemeinde, ihre Fundamenten, was die Substanz der Gemeinde hat, macht, ist verschwunden. Und jetzt, was regiert die Welt? Technologie. Technologie. Intelligent, artifiziell, sagt man. Regiert die Welt. Es ist am Kommen. Der Mann, der das entwickelt hat, was hat er gesagt? Er hat sich davon distanziert. Er hat die Regierung gewarnt. Er sagt, es ist sehr, sehr gefährlich. Er kann nicht mehr mitmachen, solange bestimmte Maßnahmen nicht. Was hat Google gemacht? Hier damit. Amazon hier damit. Alle sind da jetzt tief. Und die entwickeln sich. Ne? Und die wollen Menschen schief im Kopf pflanzen. Was bedeutet das? Informier dich, lieber Geschwister. Nicht, weil du Christ bist, du darfst dich nicht informieren. Informier dich. Du wirst überrascht sein, wie schnell die am Machen sind. Wisst ihr, das Ziel Satan ist, dass die Prophezie vor der Zeit sich erfüllen müssen. Alle Prophezie, was Gott gegeben hat, sein Ziel ist, die Prophezie sich vor der Zeit erfüllt. Er möchte so bedrängen, so die Welt unter Druck, dass sie anfangen, falsche Entscheidungen zu treffen, dass die Welt falsche Entscheidungen trifft. Das Ziel ist, dass so mehr Leute wie möglich mit ihm zusammen im Feuer gehen. Deswegen, die Gemeinde soll wieder in Kraft steigen. Die Gemeinde hat Macht, Regen zu steuern. Die Gemeinde hat Kraft, Nöte zu steuern. Die Gemeinde kann den Himmel öffnen und den Himmel schließen. Das ist die Aufgabe der Gemeinde in der geistlichen Kriegsführung. Der Himmel öffnen oder schließen. Unsere Aufgabe ist zu schauen, dass wenn der Himmel offen ist, was passiert? Die Engel können sich auf der Erde bewegen. Wenn der Himmel offen ist, die Engel können sich auf der Erde bewegen. Wer ist einverstanden? Wenn der Himmel zu ist, die Engel können sich nicht bewegen. Wer hat die Schlüssel, um den Himmel zu öffnen? Die Gemeinde hat die Schlüssel, um den Himmel zu öffnen. Das lernt man in der geistigen Kampfführung. Schau mal den Kampf zwischen Israel und die Amalekiter. Was ist passiert? Solange Mose die Hände hoch hatte, was ist passiert? Die haben den Sieg errungen. Könnte Gott nicht kommen und sagen, paff, 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 ihr Amalekiter tot? Könnte Gott das nicht machen? Er könnte das machen. Aber Gott in den Kampf hat seinen Anteil und wir haben unseren Anteil. Der Anteil Gottes ist in der Unsichtbare. Unser Anteil ist in der Sichtbare. Wenn die Bibel sagt, wir haben ihn überwunden um das Blut des Lammes und das Wort unserer Zeugnisse. Amen. Blut des Lammes. Wort der Zeugnisse. Wer hat das Blut des Lammes geschaffen? Wir? Nein. Wer gibt das Blut Jesus? Wir? Nein. Gott gibt das Blut des Lammes, um zu überwinden. Wir geben das Zeugnis, um zu überwinden. Beide laufen zusammen. Das bedeutet, wenn wir passiv sind, wenn wir nicht unser Leben so einstellen, dass aus unserem Leben ein Zeugnis wird, die Welt will sich nicht bekehren. Wie bringen wir Leute zur Bekehrung? Weißt du das? Menschen zur Bekehrung zu führen, ist ein geistlicher Kampf. Weißt du das? Seele zu erregen, ist ein geistlicher Kampf. Ist es euch bewusst, dass Seele zu erregen, die Kraft, die dahinten steckt, die gewaltige Kraft, um Seele zu erregen, ist gleich eine geistige Kampfführung. Halleluja. Deswegen, die Gemeinde ist oft frustriert, wenn wir draußen gehen, Leute bekehren sich nicht. Aber wir vergessen, damit Leute sich bekehren, wir müssen lernen, den Himmel zu öffnen, durch Fasten, durch Gebet, durch Fürbitte. Wir müssen in dieser Nation den Himmel öffnen. Amen. Seid ihr mit mir? Damit deine Familie sich bekehrt. Wenn du jeden Tag mit der Bibel kommst, und versuch, dir die Bibel beizubringen, die werden sich nicht bekehren. Dein Zeugnis muss erstmal wahr sein. Dein Zeugnis. Was ist dein Zeugnis? Deine Benehmens, dein Charakter, deine Denkweise, deine Art, mit Leuten umzugehen. Die sehen das, die riechen das, die spüren das. Und sie erkennen, etwas hat sich bei ihnen bewegt. Amen. Und dann die Festungen,
die in deiner Familie ist, will sagen, ja, etwas aber, warte, warte ab. Ist alles nur ein Show. Er tut nur als ob. Das sind die Gedanken der Familiengeister. Die kommen, die sagen deinen Eltern, deinen Brüdern, ja, 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 er tut nur, warte, wenn etwas passiert. Ja, die hat dich noch nicht so richtig bekehrt. Aber du bezeugst weiter durch deinen Charakter. Jetzt, um diese Festung zu durchbrechen, es wird dir Zeit in Anspruch nehmen und Gebet in Anspruch nehmen und Fasten in Anspruch nehmen. Fasten, Gebet und Fürbitte hält der Himmel offen. Amen. Wer ist der Erste, der die Fundamente der Gemeinde gelegt hat? Im Alten Testament. Wer war das? Abraham hat die Fundamente Bethel gelegt. Ja? Das bedeutet, an dem Ort, wo Abraham Bethel gebaut hat, was hat er dort errichtet? Ein Altar. Wir haben oft hier über Altäre geredet. War es ein Zufall, dass Jahre danach Jakob am selben Ort übernachtet? Wusste Jakob, dass Abraham dort übernachtet hatte? Dass Abraham dort ein Zelt gebaut hat? Altäre haben keinen Zufall. Altäre haben Stimme und die rufen die Betroffenen. Der Altar, was dein Opa gebaut hat, wird dich ständig rufen. Der wird nach dir verlangen, nach deinen Kindern verlangen, nach den Kindern deiner Kinder. Es ist deine Aufgabe, diese Altäre den Mund zuzumachen durch Gebet und Feuer. Und du sollst Gott ein Altar bauen, ein Gebetaltar. Und dieser Gebetaltar wird deine Kinder, die Kinder, Enkelkinder von bis zum 1000 Generationen immer rufen. Deswegen sagt die Bibel, glaub du und deine Familie wird gerettet. Der Altar ist eine Kraft. Der Altar, wer ein Altar baut, widmet den Ort, wo der Altar gebaut ist, an Gott. Deswegen in geistiger Kampfführung, die Altäre spielen eine sehr große Rolle. Sehr, sehr große Rolle. Jakob kommt Jahre danach. Er schläft, er legt nimm einen Stein. Bestimmt, dieser Stein gehörte zu dem Altar, was Abraham damals gebaut hatte. Ich bin mir sicher, Gott macht keinen Zufall. Er legt einen Stein, legt seinen Kopf drauf und schläft. Was macht er? Wo hat er seinen Kopf gelegt? Auf ein Altar. Und während er schläft, er sieht der Himmel offen. Sieht er ein Leiter. War es ein natürlicher Leiter? Wie kann man diese Leiter interpretieren? Zugang zum Himmel. Was noch? Verbindung mit dem Thron. Was verbindet uns mit dem Thron? Da oben war Jesus. Aber wer verbindet uns heute mit dem Thron Gottes? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist verbindet dich mit dem Thron Gottes. Deswegen, er sagt, wenn der Geist gekommen ist, er wird euch in der ganzen Wahrheit führen. Er wird nicht von sich selbst reden, sondern er wird euch alles geben, alles zeigen, alles offenbaren, was ich euch gesagt habe. Es ist so wunderschön, wenn jemand eng mit dem Heiligen Geist verheiratet ist. Wenn du seine Stimme hören kannst, wenn du seine Gegenwart spüren kannst, wenn du seine Bewegung sehen, erleben. Man sieht ihn nicht bloße Augen, aber man sieht ihn mit denselben Augen des Geistes. Der Heilige Geist. Und er sieht oben und er erkennt diesen Ort. Ist das Wohnort Gottes. Amen. Dieser Ort ist der Ort, wo Gott sein Haus gebaut hat. Mose betet auf dem Berg, hebt die Hände, der Himmel geht offen. Wir haben immer gesagt, die Gemeinde ist, wir sind das Reich Gottes auf Boden, auf Erde. Menschen können sich nur bekehren in einer Stadt, in einer Nation, wenn die Gemeinde ständig die Gebete erhöht. Die Gebete erhöht. Wenn die Gemeinde ständig nach Gott ruft.
Und wenn die Gemeinde nach Gott ruft, Gott schickt den Geist der Umkehr, den Geist der Buße. Und wenn wir beten, der Himmel bleibt offen, so können sich auch Engel bewegen. Amen. So können sich Engel bewegen. Wir lesen zwei Texte, Jesaja 9, 3 bis 7. Amen. Jesaja 9, 3 bis 7. Halleluja. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihn lastete, und der Stab auf seiner Schulter und der Stecken seines Treibers, wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, derer, die gestiefelt einherstapfen im Schlaggetümmel, und jeder Mantel, der durch Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzerrt. Denn ein Kind ist uns gegeben. Ein Sohn, ein Kind ist uns geboren, aber ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruft auf seine Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbare, Ratgeber, starke Gott, ewige Vater, für die, die nicht glauben, dass Jesus Gott ist. Ne? Das sind die Eigenschaften, die uns auch beweisen, dass Jesus Gott ist. Ne? Ewige Vater. Wie kann man den Sohn und gleichzeitig Vater nennen? Amen. Frieden fürs, die Mehrung der Herrschaft, und der Frieden werde kein Ende haben auf den Thron Davids und über sein Königreich, dass er es ergründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Ein Wort hat der Herr gegen Jakob gesandt und es soll in Israel niederfallen. Jesaja 2. Jesaja nennt man den messianischen Prophet. Amen. Denn Jesaja hat sehr viel über das Reich, das messianische Reich, viel prophezeit, hat viel Deutungen gegeben, viel Erkenntnis gegeben über das messianische Reich. Jesaja 2, Vers 2 bis 4. Ja, es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet stehen an der Spitze der Berge. Und er wird erhaben sein über alle Höhen. Und alle Heiden werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, komm, lass uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege. Er uns belehre über seine Wege. Und wie wir auf seine Pfade wandern, denn von Zion wird das Gesetz ausgehen, das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen, so dass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmesser. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Wir haben gesagt, wir haben zwei mögliche oder zwei Arten von Kriegen, die wir führen. Defensive und offensive Krieg. Amen. Bei der defensive Krieg, wir beziehen uns oder wir stützen uns immer auf den Messias, auf Jesus Christus, auf sein Reich. Wir wissen, das Reich des Herrn ist ein Reich der Recht und Gerechtigkeit. Halleluja. Wer mit Jesus unterwegs ist, der ist gerecht gesprochen. Das bedeutet, das Basis, das Fundament unserer Kriegsführung ist, dass wir Gerechte sind. Jedes Mal, wo Satan kommt, um uns anzuklagen, das Wort, es gibt keine Verdammnis mehr. Es gibt keine Anklage mehr. Es gibt nichts mehr, wo Satan kommen kann und sagen, hey, dieser junge Mann, er schulde mir sein Leben, weil. Nein, ab dem Tag, wo du Jesus dein Leben gegeben hast, du bist gerecht gesprochen. Aber gerecht gesprochen zu sein, ist eine. Aber das zu erkennen und dadurch und damit zu leben, ist was anderes. Deine Identität musst du kennen, wer du bist, wer Gott für dich ist und wo Gott dich gerade führt. Du musst das erkennen und nicht nur erkennen, aber bekennen.
bekennen, laut bekennen. Wenn du zu Hause betest, bekennen, laut bete und sag, ich bin ein Kind Gottes. Du nimm alles, schreib dir alle Verse, die über deine Identität reden. Hält die vor Augen, proklamier die regelmäßig, damit deine Seele es speichert. Damit du es speichert. Es ist sehr wichtig, denn in der Zeit, wo Müdigkeit, wir reden von drei verschiedenen Müdigkeiten. Körperliche Müdigkeit, seelische Müdigkeit, geistliche Müdigkeit. Körperliche Müdigkeit ist normale Müdigkeit. Jeder, der gearbeitet hat, kann müde sein. Ist normal. Amen. Es gibt, wer ist müde heute hier? Ja, ihr habt gearbeitet. Gell? Aber es gibt eine andere, zwei andere Müdigkeiten, die ich nicht gerne habe. Amen. Seelische und geistliche Müdigkeit. Wann entsteht seelische Müdigkeit? Verletzung, ja. Seelische Müdigkeit durch Verletzung. Nicht körperliche Verletzung, gell? Seelische Verletzung. Wann entsteht noch seelische Müdigkeit? Wenn man lange nicht im Wort war, entsteht seelische Müdigkeit. Denn die Seele ernährt sich von dem Wort Gottes, von den Verheißungen Gottes. Amen. Die Seele muss ständig, regelmäßig im Wort eintauchen, Wort lesen, studieren, proklamieren, deklarieren. Das Wort lesen. Es gibt Lesen, wo ich sage, ich lese 3 Kapitel jeden Tag oder 4 Kapitel. Dann gibt es Studieren, wo ich ein Kapitel nehme und Gott befrage. Was sind deine Gedanken mir gegenüber? Was hast du vor heute? Warum hast du das oder jene gesagt? Ich schreibe alle Gedanken, die der Geist Gottes mir durch Impulse gehe. Ich bete um etwas, während ich studiere, Gott antwortet, wofür ich gebetet habe. Durch Gebet, wir reden, Gott antwortet durch sein Wort. Amen. Er antwortet durch Bilder, Visionen, Träume, verschiedene Quellen der Antwort. Amen. Wenn wir beten, wir reden. Wenn Gott antwortet, er kann aus verschiedenen Quellen. Aber eine der besten Quellen, die ich gerne höre, ist, wenn ich das Wort studiere, Gott antwortet. Da bin ich am meisten sicher. Amen. Bilder können täuschen. Visionen können täuschen. Amen. Aber das Wort Gottes täuscht dich nicht. Amen. Das Wort bestätigt sich selbst. Müdigkeit, seelische Müdigkeit entsteht durch Ablehnung, durch Verletzungen, durch Mangel an Wortlese, durch Streitigkeit, durch sehr hohe Anzahl an Kämpfe. Kämpfe, finanzielle Kämpfe, Ehekämpfe, Kämpfe, die Seele wird immer müde. Amen. Aber dann gibt noch eine dritte Art von Müdigkeit, der sehr gefährlich ist, am gefährlichsten, geistliche Müdigkeit. Geistliche Müdigkeit führt zum Tod. Führt zum Tod. Geistliche Müdigkeit führt zum geistlichen Tod. Halleluja. Es gibt so eine wunderbare Predigt. Du bist am Schlafen. Du hast keine Lust zu beten. Du hast keine Lust, Gemeinde zu besuchen. Du hast keine Lust, Gemeinschaft zu haben. Du hast keine Lust, du bist so faul geworden, latsch. Das ist geistige Müdigkeit. Jemand, der in geistiger Müdigkeit ist, ist nah am Tod. Geistiger Tod. Amen. Wenn du merkst, langsam hab keine Lust mehr zu beten. Jedes Mal, wo ich die Bibel öffne, ach, ich kenne das schon alles. Ach, ich habe das schon alles gelesen. Steh auf, schimpf deine Seele. Meine Seele, was erlaubst du dich? Was erlaube ich drum, gell? Meine Seele, steh auf und bete. Meine Seele. Ja, manchmal muss man seine Seele mit Gewalt zum Gebet führen. Wenn man merkt, man ist langsam am Aussterben. Aussterben. Halleluja. Ist alles okay bis jetzt? Oder gibt es Fragen? Alles okay? Jeder hat verstanden. 3 Müdigkeiten haben wir gesagt. Ne?
Körperlich ist natürlich. Seelisch ist, wenn man so viel Bedrängnis, Angriffe, Verletzung, Ablehnung. Aber Gott möchte nicht, dass wir an unsere Verletzungen festhalten, an unsere Ablehnung festhalten, dass wir mitleidig werden, dass wir immer Mitleid erregen, dass wir, nein, rechtfertig, wenn die Seele zu viel erlebt hat, man fängt an, sich rechtfertigen, man fängt an zu manipulieren durch Emotionen und so weiter. Gott möchte, dass wir auf diese Sache verdichten. Gott möchte nicht, dass wir in der Emotionen uns führen lassen von der Seele, nein, von der Geist. Dein Geist muss dich lenken. Nicht deine Emotionen, Gefühl und Verstand, sondern der Geist muss dich lenken. In der Welt, die Seele hat die Führung. Aber wenn man sich bekehrt, na, ich sag mal so, ich mach immer eine Skala. Hier hast du die Seele, hast du den Geist. Wenn man in die Welt ist, die Seele ist so und lenkt, der Geist ist so. Und wenn man sich bekehrt, man kann noch nicht unterscheiden. Man kann noch nicht erkennen, so tiefere Erkenntnis. Man kann noch nicht in Geist wandeln. Deswegen, wenn man sich bekehrt, man braucht geistliche Führer. Man braucht Leute, die in deiner Nähe sind, die dich mit Wort füttern, die dich mit Wort zum Wachsen bringen, die dich belehrt, zu beten, zu lesen, zu singen, in Freude zu sein. Du sitzt neben jemand, du besuchst ihn, er ist am Singen, am Loben. Du denkst, er hat nie Probleme, aber er fokussiert sich nicht auf deine Probleme. Du bist mit jemandem, du kommst bei ihm zu Hause, kaum habt ihr 3 Minuten euch begrüßt, ihr geht im Wort, ihr redet über Jesus Christus, und dann betet ihr. Ne? Du brauchst so eine Person, der dich langsam nach oben bringt. Amen. Es sind Leute, die auch diese Erfahrung im Geist mit Gott gemacht hat, die mit Gott wandern, die bringen uns nach oben. Und je mehr du dich bewegst mit solchen Leuten, je mehr du in der Gemeinschaft, in der Gemeinde bist, je mehr du Lehre hörst, je mehr, desto weniger du lernst, dein Fleisch zu kreuzigen, und der seelische Anteil geht runter und der Geist fängt an zu lenken, zu führen, weil dein Geist geht und verbindet sich mit dem Geist Gottes, holt Informationen von Gott und gibt die Seele. Amen. Der Geist, der Mensch, holt alle Befehle, alle Informationen von Gott, nicht die Seele, weil Gott ist Geist. Und durch alles, was er bekommt, übergibt das die Seele. Die Seele bist du. Und dann triffst du Entscheidung. Amen. Triffst du Entscheidung, erkennst du die Wege, die du gehen sollst, und du gibst die Befehle an deinen Körper, und dein Körper bewegt sich. Die Seele bist du. Aber die Seele ist nicht vollkommen. Der Körper ist nicht vollkommen. Der Geist ist vollkommen. Aber du sollst lernen, dem Geist zu vertrauen. Du sollst lernen, im Geist zu wandern. Wie lernt man, im Geist zu wandern? Erstmal, dein Fleisch muss sterben. Zweitens, du musst auch das Wort studieren. Dritter, du musst in der Nähe von Menschen, die im Feuer sind, die zeigen dir den Weg des Geistes, die erklären dir den Weg des Geistes, die führen dich im Geist, die fasten mit dir, die beten mit dir. Je tiefer Verbindung du hast, desto mehr wächst du im Geist. Amen. Sehr wichtig. Hab Leute in der Gemeinde, die ihr merkt, wow, wenn ich mit ihnen, mit ihr bin, wow, das Feuer ist da, der Geist. Wir reden, der Geist ist da. Amen. Es ist sehr wichtig. Ich habe Leute hier, die lassen mich kaum in Ruhe. Kaum bin ich in der Gemeinde, sind die da. Kaum huste ich in der Gemeinde, die sind schon da. Es gibt Linda, es gibt Chris, es gibt Roland. Kaum bin ich in der Gemeinde. Es gibt auch unsere Schwester, ja, wenn dir fällt, Parfait ist der Gemeinde, die schaltet ihre Auto, ist in der Gemeinde. Das ist wunderbar. Ich finde das so wunderbar. So war ich auch. Na, ich hab mich meinem Pastor gehängt. Es ist eine gute Abhängigkeit. Es gibt Menschen, du hängst dich diese Leute, weil du weißt, dein Segen liegt in diese Leute. Dein Durchbruch liegt in diese Leute. Ja. Es mag vielleicht verrückt zu sein, aber ein Mann wird ein Mann hinter einem Mann. Eine Frau wird hinter einer Frau. Elisa wurde Mann Gottes hinter Elia.
Amen. Samuel wurde ein Mann Gottes durch, hinter Eli. Timotheus wurde erzogen von Paulus. Markus wurde erzogen. Alle sind in der Nähe von starken Männern Gottes gewesen, haben gelernt. Es gibt Leute, die kommen, wie betest du? Wie schaffst du auszuharren? Wie schaffst du? Und ich erkläre, wir sind manchmal hier, wir sitzen bis spät. Ich erkläre. Es ist keine Zeitverlust. Es ist keine Zeit verlos. Irgendwann wirst du merken, wow, die Zeit, wo ich in der Nähe des Mann Gottes verbracht habe, das hat mich so zum Wachsen gebracht. Schau mal, wie die unsere Jungsprediger oder Leute, die hier dienen, die sind innerhalb von weniger Zeit gewachsen. Weil wir sehr Zeit, wir reisen zusammen, wir verbringen Zeit zusammen, wir lernen zusammen. Alles, was ich habe, ich übertrage. Ich muss übertragen. Die Salbung übertragen, das Wort übertragen, die Erkenntnis übertragen, die Weisheit übertragen. Alles muss ich übertragen, damit, wenn ich nicht da bin, dass die in der Lage sind, in Weisheit zu wandeln, im Geist zu wandeln und so weiter. Gott wird nicht kommen vom Himmel und dich ausbilden. Nein, er setzt dich in der Nähe von deinen Geschwistern, von Männern Gottes, die sich zum Wachsen bringen. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Amen. Halleluja. Unsere defensive Strategie oder defensive Kampfführung startet bei der Berufung. Amen. Bei der Berufung. Fühlst du dich berufen, Gott zu dienen? Fühlst du dich berufen, im Krieg einzusteigen? Fühlst du dich berufen, für deine Geschwister hineinzusteigen und hinauszugehen und kämpfen für Seelen, die in Not sind, für Familien, die in Schwierigkeit sind, oder bist du mehr beschäftigt mit deinem eigenen? Die Berufung. Jemand, der berufen ist, hat sehr wenige Zeit, über sich selbst zu denken. Jemand, der berufen ist, schau mal das Leben von Mose. Mose hat gedient, hat sogar seine eigenen Frau und Kinder vergessen. Sein Schwiegervater kam und sagte, hey Mose, warte mal ein bisschen, stopp mal. Sein Schwiegervater, der Jethro, ist der, der Mose erzogen hatte in Dienst. Könnt ihr euch erinnern? Wo hat Mose 40 Tage verbracht? In der Wüste. Wo war das? In der Haus von Jethro. 40 Tage bei Jethro hat er, 40 Jahre hat er bei Jethro verbracht. Jethro war ein Priester. Er hat ihm das Priestentum beigebracht. Er hat ihm beigebracht, anzubeten. Er hat ihm gezeigt, das Berg, wo Gott war. Und so ist Mose dort gegangen. 40 Jahre Mose war in der Nähe von einem Mann. Der hat ihm alles gezeigt, wie man sich in der Wüste bewegt, wie man Schafe, Mose war nie ein Hirte, aber er wurde Hirte durch Jethro. Amen. Die Ausbildung Gottes ist so wunderbar, aber kann sehr schwer sein. Kann sehr, sehr schwer. Du willst sehen, Leute, die Gott sehr Höhe bringen möchte, die gehen durch Chaos. Die gehen durch Chaos. Ich bin mindestens mein Leben 5, 6 Männer Gottes begegnet, die Familie war in Chaos. Sehr, sehr viel Chaos. Ich bin das erste Mal, wo ich der Pastor Emery begegnet bin in Israel. Seine Frau ist während der Gottesdienst umgefallen, gestorben. Gestorben. Was haben andere Pastoren gemacht? Während er im Schmerzen war, die Gemeinde war um die 120, 150 in Israel. In Israel eine Gemeinde zu haben, wo du 20 Leute hast, ist groß, sehr groß, 30 Leute. Die Israeliten bekehren sich nicht. Es ist verboten, Israeliten das Evangelium zu bringen. Wenn die sich bekehren, die verstecken sich. Oder die haben messianische Gemeinde, die kämpfen als messianische Gemeinde, die tun noch weiter. Die messianische Gemeinde feiern den Schabbat, die feiern alles, fast alle Feierzeit in der Bibel. Aber es gibt Juden, die sagen, ich bin Christ, ich feiere nicht mehr. Aber die meisten Messianische, die feiern den Schabbat. Es gibt sogar Christen, die sich bekehren, fangen an, Schabbat zu feiern. Vergiss es. Die sagen nicht mehr Jesus, die sagen Yeshua. Kaum ist man von Israel gekommen, Yeshua, Shabbat, Shalom, Bokatov. Man fängt an, ein bisschen jüdisch zu reden.
Aber ja, der war gerade in Israel. Warte 6 Monate, wird schon vergessen. Ja, wenn man das erste Mal aus Israel kommt, man kommt mit der, in der Gemeinde mit der Talit, ne? Diese die Talit. Und das erste Mal, ich kam mit der Gemeinde mit der Shofar. Ich stand dahinter mit meinem Shofar. Hab du, Leute haben mich gesagt, ja, die Salbung ist da, die Kraft ist da. Ich habe 5 Shofar gekauft aus Israel. Irgendwann habe ich alles in den Müll geworfen. Shofar, Talit, alles hat man zu Hause. Man kommt aus Israel. Man ist so geistlich. Gell? Man ist so geistlich. Aber das eine, was ich nicht getan habe, habe ich mich nicht taufen lassen, der Jordan. Das habe ich noch geschafft, nichts zu tun. Ich hatte alles zu Hause. Meine Frau schaut mich so. Die schauen mich einfach so. Talit, Shofar, alles. Mein Mann, wofür ist das? Sag, Schatz, geistlich. Du verstehst das nicht alles. Du geht nach Israel. Du willst das alles begreifen. Es hat nicht mal 6 Monate, aber mein Pastor hat mich auf, schmeiß alles in den Müll. Ich betete, der Talit ist da. Oder? Ich dachte, ich bin so geistlich geworden. Deswegen kann ich alle verstehen, die das machen. Ich bin so geistlich geworden. Ich könnte nicht beten. Der Talit war auf meinem Kopf. Bitte Ruhe. Der Talit ist da. Nur der Kippa habe ich nicht angezogen. Aber der Talit. Man denkt, man ist geistlich. Bis mein Vater sagte, schmeiß das alles weg. Das macht dich religiös. Amen. Nach Israel zu gehen, soll uns nicht verändern. Du kannst in Israel gehen, du spürst nicht, du fühlst nicht. Es gibt nichts zu fühlen und spüren. In deinem Zimmer kannst du mehr spüren, wie jemand, der nach Israel geht und behauptet hat, etwas gespürt. Wir gehen nach Israel, weil wir auch sehen möchten, wir uns zurückziehen möchten, wir gehen als Familie. Aber wir gehen nicht dort, um mehr geistlich zu werden. Nein. Du kannst irgendwo nach Kuba gehen und begegne Leute und wird mehr geistig als jemand, der ständig nach Israel geht. Es ist wie modig geworden, jeder muss nach Israel. Nein, du musst nicht nach Israel, um geistig zu werden. Nein. Hier kannst du geistig werden. In der Pelzerwahl ist die Salbung. Amen. Ich mache die Werbung der Palz. Ne? Ja, wir müssen wissen, dass wir berufen sind und was wir zu tun haben. Jeremia 1, Vers 9 sagt er, und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund. Warum kommt immer Mund? Jeremia, Mund. Jesaja, Mund. Wer noch? Mose, Mund. Ja? Mose, was war sein Problem? Könnte nicht reden, Mund. Jeremia, Mund. Jesaja. Was war bei Jesaja? Mund. Studier mal und bring uns mal Antwort. Warum immer der Mund? Amen. Oder hat jemand eine Antwort? Oder wollt ihr studieren? Ihr habt Psalm 18 studiert, ne? Mit Jesaja, mit 1. Samuel 30. Ne? Es ist so wunderbar. Ich habe oft Psalm 18 gelesen, aber der geistige Kampfführung. In Psalm 18 ist so stark, was David da geleistet hat. Was Gott durch David, die Erkenntnis, die Tiefe, es schmeckt, wenn du das liest, es ist ein langer Psalm, aber es schmeckt so gut, dieser Psalm. Es gibt dir Erkenntnis, es öffnet dir die Augen. Du siehst, wenn du die Leute betest, wie du beten sollst. Und sagt er, siehe, ich setze dich am heutigen Tag über die Völker und über die Königreiche ein. Um auszurotten, um niederzureißen, um zu zerstören und abzubrechen und zu bauen und pflanzen. Wir haben gesagt, dieser Text gibt uns die Schritte, die wir machen sollen. Wenn wir Gemeinde bauen, wenn wir Familie bauen, wenn wir unser geistiges Leben bauen, dass die ersten Schritte sind, auszurotten, niederzureißen, zu zerstören, abzubrechen und danach erst zu bauen und pflanzen. Amen. Was machen wir? Wir bringen Leute zur Bekehrung.
Amen. Wir wollen sofort bauen, sofort pflanzen. Wir wollen sofort um Segen. Wir wollen so die sofort in Ehe bringen. Wenn jemand sich bekehrt und nach einem Monat Bekehrung er sagt, er will eine Schwester heiraten, die sagt nein, ich werde das ablehnen. Nein. Die Ehe ist mit Reife verbunden. Die Ehe ist mit Reife. Ich verbiete nicht, dass man heirate, aber die Ehe ist mit Reife verbunden. Warum? Weil die Ehe ein Bereich der geistlichen Kampfführung ist. Die meisten deiner Kämpfe in deinem Leben willst du in der Ehe und mit der Ehe erleben. Und jemand, der nicht reif im Geist ist und heirate, wenn die Kämpfe kommen, das erste Gedanke ist, ich lasse mich scheiden. Zweiter Gedanke, wie könnte ich so einen Mann heiraten? Dritter Gedanke, oh, hätte ich der andere geheiratet oder so. Die andere Gedanke ist, ja, ich wäre lieber alleine. Das ist Satan, der in der Ehe eindringt. Wenn man die Ehe von außen, man ist verliebt, man, wow, wunderbar, aber kaum hat man geheiratet. Die Kämpfe, die mit Ehe verbunden sind. Deswegen, es ist sehr wichtig, Amen, dass die Gemeinde die Ehen unterstützt. War besonders am Anfang. Die Gemeinde muss euch vorbereiten für die Ehe. Erstens, die Gemeinde muss euch tragen die ersten Jahre der Ehe, bis ihr stabiler werdet. Das ist sehr wichtig. Wir haben Lehre vor der Ehe und Lehre, wir begleiten Leute nach ihrer Hochzeit. Es entstehen Sachen, die man Erklärung braucht und wir sind da, um zu begleiten, damit Leute nicht in Angst fallen. Hey, habe ich keinen Fehler gemacht? Habe ich einen Fehler gemacht, dass ich schnell geheiratet oder dass ich die geheiratet hat? Ehe ist mit sehr hohem Kampf gebunden. Amen. Ehe. Man heiratet nicht, weil man Schmetterling im Bauch hat. Nein, man heiratet aus Überzeugung. Ich bin überzeugt. Es ist keine Option, wenn es nicht funktioniert, ich trenne mich. Nein, Ehe hat diese Option nicht. Gott hat diese Option nicht der Ehe gegeben. Die Ehe ist bis zum Rückkehr Jesus oder bis wir sterben. Halleluja. Nicht, ja, ich heirate, wenn ich irgendwann nerv, wir stehen vor Gericht. Ab dem Moment, wo du vor Gericht stehst, du hast einen Tod über dein Leben gesprochen. Denn Gott hat gesagt, keiner darf trennen, was Gott zusammengebracht hat. Deswegen, wenn du geheiratet hast, nach ein paar Jahren, die Frau sagt, ich will nicht mehr, ich gehe. Was machst du? Du suchst einen anderen, du heiratest? Nein. Du gehst auf den Knie, bis sie zurückkommt. Das ist das Schwierigste. Viele sind nicht bereit, so etwas zu gehen. Wenn der Mann plötzlich sagt, hey, ich will dich nicht mehr, aber ihr habt in der Gemeinde geheiratet. Der Mann ist im Glaube, du bist im Glaube. Ich rede in dem Fall, wo beide im Glaube sind. Amen. Wenn beide neu geboren sind, im Glaube sind, nach ein paar Jahren sagt, ah, ich bin müde, wir machen eine Pause. Nein, es gibt keine Pause hier, wir werden zusammenbleiben. Wo gehst du hin? Komm hier, keine Pause, wir bleiben da. Als wir vor den Menschen, vor Gott, ich werde dich lieben bis... Nicht bis wir irgendwann Pause machen. Keine Pause. Keine getrennte Bett. Ihr Eheleute, kauft keine zwei Bette. Ein Matratzen. Nicht getrennt in der Mitte. Nein. Habt ihr verstanden? Wir kaufen diese... Nein, der Pastor hat gesagt, es gibt keine Linie zwischen uns. Dieses Bett muss ein großes Matratze... Lieber ein großes Matratze kaufen. Wir helfen euch, das zu bringen. Wenn es zu schwer ist, wir tragen das. Lieber ein großes Matratze, nicht kein getrennte Matratze. Irgendwann wird er sagen, schieb dein Bett, ich schieb mein Bett. Ich brauche ein bisschen Ruhe. Nein, hier gibt keine Ruhe. Schatz, ich will ein bisschen Ruhe von dir. Abstand. Nein, kein Abstand. Hast du Abstand von Gott? Nein, dann du willst auch keinen Abstand von mir haben. Die Bibel sagt, die Frau ist die Herrlichkeit Gottes. Willst du dich von deiner Herrlichkeit trennen? Nein, dann... Die Frau ist doch die Herrlichkeit des Mannes. Ja. Kann du dich von deiner Herrlichkeit trennen? Wer kann sich von deiner Herrlichkeit trennen? Nein, ich will mich nicht von meiner Herrlichkeit trennen. Du denkst, du willst dich verlassen, ein Besseres haben? Gibt keine Bessere da draußen, glaub mir. Es scheint so, als ob.
Wow, die Nachbarin ist schöner. Nimm die, heirate. Du willst sagen, lieber hätte ich meine Frau behalten. Schönheit, die man von außen sieht oder so. Manchmal, lieber habe ich eine Frau, die nicht schön von außen, aber innen sehr schön. Wenn du eine heirate, die schön von außen, aber hier ist schlimm, du wirst es dein ganzes Leben bereuen. Bereuen. Die Schönheit Gottes ist nicht von außen. Gott hat alle Menschen schön gemacht. Aber wir haben unsere Kriterien. Die muss blond und rothaarige sein. Du musst, nein, diese Kriterien zählen nicht bei Gott. Gott schaut die Herzen. Und Gott gibt dir immer das Beste. Deswegen, wenn du heiraten möchtest, sag, Herr, gib mir, was dir gefällt. Denn was Gott gefallen wird, wird dir gefallen. Ein geistiger Mensch, schau, was gefällt Gott. Was will Gott? Was plant Gott? Er passt sich an Gott, nicht an sich selbst. Denn ich weiß, ich wie ich bin, ich kann keine gute Wahl machen. Nur Gott kann mir helfen, eine gute Wahl zu treffen. Nur Gott allein. Amen. Nur Gott allein. Deswegen alle, die verheiratet sind, wenn die Frau sich will, ja, nein, das geht nicht hier. Wir bleiben bis zum Rückkehr Jesus Christus. Wenn die sagt, ist es Zwang? Nein, ich zwinge dich nicht, aber ich werde mein Herr beten. Und mein Herr wird was tun. Amen. Ja, Gott wird was tun. Wenn du sagst, hey, ich gehe, du geh, du mit ein anderer. Ich bleibe da. Du wirst das Schwert Gottes erleben. Glaubt ihr das? Glaubt ihr das? Ich rede von Sachen. Ein Mann sagt, ich gehe, ich will nicht mehr von dir. Was machst du? Fällst du in Depression? Willst du dich umbringen? Wegen einem Mann? Nein. Bevor er geht, sagt, komm mal, ich möchte dir was sagen. Als wir geheiratet, wer war Zeuge? Gott. Als wir geheiratet, wer hat uns gebunden? Gott. Willst du gehen? Geh. Die Tür ist offen. Aber du wirst sehen. Du wirst hier zurückkommen. Wenn ich Gott diene, du wirst zurückkommen. Die Ehe hat nicht damit zu tun, ich fühle keine Liebe mehr. Deswegen Christen, die mit Fleisch glauben, nach ein paar Jahren sagen, ich fühle nicht mehr die Gegenwart Gottes. Ich spüre nicht mehr Gott. Die Bibel sagt nicht, wir sollen Gott spüren oder fühlen. Ich glaube, dass Gott da ist. Ich glaube, dass Gott in mir ist. Ob er will oder nicht, er wird mit mir sein. Solange ich ihm treu bin, er wird mir treu sein, er wird bleiben. Gott hat gesagt, ich werde dich nicht aufgeben. Versteht ihr? Unsere Beziehung in der Ehe soll wie die Beziehung mit Gott sein. Ich muss nicht spüren, ich liebe meine Frau. Ich spüre nicht, dass ich meine Kinder liebe, aber ich weiß, ich liebe meine Kinder. Ich muss nicht spüren. Wenn wir unsere Beziehung auf diese Emotionen bilden, die Emotionen können schwanken. Aber der Glaube muss fest sein im Wort. So können wir Ehe haben, die 40 Jahre halten, 50 Jahre halten. Heutzutage die Scheidungen in der Gemeinde sind so groß. Warum? Weil man heiratet, man ist so fleischlich. Man ist so egoistisch. Man denkt nur an sich. Warum liebst du sie? Ja, weil die mir Gutes tun. Weil die mir. Nein, ich liebe sie, weil ich sie liebe. Weil die meine Frau ist. Weil Gott mir diese Frau gegeben hat. Ich liebe sie. Ob die krank ist, ob die gesund ist. Als ich meine Frau heirate, die war gesund. Aber seit Jahren ist sie in Krankheit. Das muss ich sie aufgeben. Nein, ich werde immer da sein. Ich werde sie immer tragen. Ich werde immer für sie beten, denn wir haben Verheißung bekommen, dass wir Gott dienen werden. Ich gebe nicht auf. Der Satan möchte mich so quälen, weil er weiß, was für große Verheißung wir haben. Er weiß, dass Gott mich berufen hat, so große Dinge mit Gott zu erreichen. Er weiß, wo er mich zerstören möchte. Meine Kinder, meine Ehe. Er greift die Finanzen, er greift die Ehe, er greift alle Bereiche. Aber er möchte, dass ich irgendwo sitze und weine, dass ich irgendwo traurig bin. Nein, ich habe keine Zeit für sowas. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Die Freude am Herrn stärke mich.
Ich stehe auf in der Freude. Ich gehe schlafen in der Freude. Ich arbeite, ich bereite meine Predigt in der Freude. Ich mache Seelsorge in der Freude. Ich mache alles in der Freude Gottes. Denn ich weiß, mein Erlöser wird immer bei mir sein. Als er mich berufen hat, hat er mir gesagt, alles wird bei dir immer gut sein. Nein. Er sagt, Abraham, verlass dein Haus, geh auf den Weg. Sagt er, du willst mit Amalekiter zu tun haben. Du willst mit, nein, er sagt dir nicht. Er sagt dir, geh. Moses, geh und bau mir ein Tabernakel. Ich bin aufgestanden, der Tag, wo ich starten wollte, meine Frau fällt am Boden am Sterben. Muss ich aufgeben? Nein. Situationen passieren, ich verliere alles. Ich hatte einen Vertrag noch zu Hause, Hausvertrag, alles war da. Alles ist reibungslos gelaufen, mein Leben, bis zu dem Tag, wo die anfing krank zu werden. Geld, Auto, Beruf, die Karriere ging ruckzuck. Irgendwann sagt Gott, sie wird alles verlieren. Ich sage, nein, sie wird alles verlieren. Ich möchte das Zentrum deines Lebens sein. Gott fing an, mich zu prüfen in alle Bereiche meines Lebens. Sexualität wurde geprüft. Alle Bereiche. Manchmal bist du im Hotel. Frauen stehen vor deiner Tür. Ich bin in den USA, auf der Baustelle. Abend, Frauen vor meiner Tür. Sehr gut, schön. Hübsche Frau. 5 Sterne Hotel, hast du nur 5 hübsche Frau. Zum Glück hatte mein Kollege, ein Deutscher, er ist jetzt in Rente. Er sagt, hier kommen Frauen in der Nacht. Als die Frau kam, ich stand vor der Tür mit der Bibel. Liebst du? Ich habe so die Bibel, so, Jesus liebt dich, die Frau. Eine Frau steht vor deiner Tür. Jemand klingelt, du erwartest keinen. Du weißt, dein Kollege hat schon sein 10 Bier getrunken, er ist am Schlafen. Ich wusste, wann er schläft. Ich komme vor die Tür, so, die Frau steht da fast halbnackig. Sagt, Jesus ist der Herr. Die schaut mich so, die geht weg. 2-3 Mal. Verstehst du? Die Prüfungen. Und Satan weiß, wann es dir schlecht geht. Er weiß, wann du Mängel hast. Und er kommt mit Angeboten. Jesus hatte Mängel, Hunger. Satan kam mit Angeboten. Die Reiche der Welt, Satan kam mit Angeboten. Wie oft Satan kam durch Leute, mir Angebot zu machen. Ob Sexualität, ob Finanzen, ob in alle Bereiche. Gott sagte mir, halt durch. Ich komme in Kanada, die Kanadier sagen, du willst leiten diese Kraft weg. Geh, wir bezahlen alles. Auszug und dass du alles, wir übernehmen alles bis von Deutschland nach Kanada. Ich sage, nein. Die Löhne, oh, war groß. Der Lohn pro Monat, über $10,000 pro Monat. Ich sage, nee, Gott hat mir gesagt, du wirst in Deutschland dienen. Es gibt keine Option. Es gibt keine Option. Wenn du die Verheißung Gottes dein Leben gegenüber weißt, es gibt keine Option. Auch wenn man dir sagt, dein Mann ist im Krankenhaus am Sterben, es gibt keine Option. Gott hat mir gesagt, dieser Mann wird leben. Egal was die Ärzte sagen, mein Mann wird leben. Du sollst in dein Leben, dein Glaube so verrückt sein, dass, wie Stephanus, die Steine tat ihn nicht mehr weh. Es war keine kleinen Steinchen, es war Steine. Wenn man jemanden steinigt, man möchte, dass er stirbt. Aber Stephanus schaut der Himmel lächeln. So eine Bereiche der Beziehung mit Gott, dass man dich steinigt, dass jeder dich aufgibt, dass keiner nicht mehr mit dir zu tun haben. Aber du schau denselben Himmel, was Stephanus gesehen hat, war, was Jakob sah, der Himmel offen. Selbe Himmel. Und Gott möchte, dass du das siehst. Der Leiter. Die Engel Gottes, die sich in der Gemeinde Gottes bewegen. Die Engel Gottes, während du betest, die Engel Gottes werden freigesetzt. Während Daniel gebetet hat, die Engel wurden freigesetzt. Während die Gemeinde gebetet hat, wer hat Petrus freigemacht? Engel, warum? Warum hat Gott einen Engel geschickt? Weil die Gemeinde gebetet hat. Schau mal,
Jakobus ist ermordet. Die Gemeinde hatte nicht erkannt, dass die in der schweren Zeit war. Jakobus ist gestorben. Er war einer der Pilar, einer der Säule der Gemeinde. Jetzt die Gemeinde erkennt, hu, Jakobus ist tot. Petrus ist im Gefängnis. Wenn wir nicht ausharrend, ausdauernd, nicht socking, nicht so-so, nicht auf dem Isomat legen, so-so ist dämonisch. Socking ist dämonisch. Nein, ich muss aufstehen und beten. Was haben die gemacht? Die sind aufgestanden. Die sind in dem Raum, in den Gemeinderaum gegangen, haben angefangen intensiv zu beten. Was macht Gott? Die Gebete öffnen den Himmel. Die Engel kommen runter und gehen und begegnen Petrus und machen ihn frei. Warum? Petrus, er war in dem Tal des Todesreichs. Er war ermattet, ermüde. Er ist eingeschlafen. Er hatte nicht so diese Puffer zu beten. Vielleicht hat er noch getrauert über Jakobus oder so. Vielleicht er hat gesehen, oh, meine, er war der Pilar der Gemeinde, der Säule. Hat gesehen, die Gemeinde war in Not. Paulus hat gedacht, ist im Trauer gefallen. Er ist im Schlaf gefallen. Derselbe Petrus, der im Trance gefallen ist, der Auftrag für die Heidenvölker bekam. Derselbe Petrus war in der Todeszelle. Das macht die Gemeinde. Die Gemeinde betet. Der Himmel geht offen. Engel kommen. Die Gemeinde betet. Das Gebet geht auf der Leiter. Und Gott antwortet, die Engel kommen von der Leiter runter. Es gibt Engel. Dein Gebet geht nach oben. Und dein Gebet, die Antwort kommt nach unten. Das Gebet ist mächtig. Das Gebet ist mächtig. In der Nacht aufzustehen, das öffnet den Himmel. Das habe ich diese Nacht erlebt. Der Himmel war so offen. Ich war müde. Alle sind eingeschlafen. Es war 10 Uhr. Ich habe Musik eingeschaltet im Wohnzimmer. Hab angefangen zu beten. Der Himmel geht offen. Ich merke, Gott ist da. Ich gehe weiter auf den Knie. Ich bete. Irgendwann bin ich eingeschlafen. Ja, wisst ihr, der Gegenwart Gottes ist so schön. Es ist schön, gell? Man schläft ein. Das ist wunderbar. Es war so schön. Ja, was denkt ihr? Petrus sagt, baut ihr zwei Hütte. Es war umzuschlafen in der Gegenwart Gottes. Da habe ich gebaut gestern Nacht. Eine Hütte bin ich eingeschlafen. Ja, ich war erschöpft. Aber nach langer Zeit Gebet war ich erschöpft. Ich bin eingeschlafen. Aber es war eine schöne Atmosphäre. Der Gegenwart Gottes. Der Gegenwart Gottes. Gott rüstet dich auf in den geistlichen Kampf, in der Anbetung. Die Berufung muss bekennen, aber Gott möchte in zweiter, dass wir die Verantwortung übernehmen für den Ort, wo wir uns befinden. Wir übernehmen die Verantwortung. Die Verantwortung über Mannheim liegt in den Händen der Gemeinde. Die Verantwortung, geistliche Verantwortung Baden-Württemberg, Deutschland ist in den Händen der Gemeinde. Wir können über die Bestimmung dieser Nation bestimmen. Wir können über die Entwicklung dieser Nation bestimmen. Wir können, indem wir in der Geistliche anfangen zu herrschen, indem wir höher gehen wie Adler und dass wir alle Schlangen erkennen, die gerade Gift in der Nation verstreuen und dass wir kommen mit einer Kraft, gewaltiger Kraft und wir die Schlange halten, wir zerreißen und wir geben die Babyadler zu füttern. Wir füttern, wir essen die Schlange. Wir Adler, wir essen die Schlange. Er sagt, ihr werdet die Schlange aufhalten. Was hat die Schlange Mose gemacht? Hat alle Schlange gefressen.
Wir essen, wir halten, wir zerstören alle Schlangen, die sich in der Nation bewegen und versuchen, die Macht und die Kraft der Gemeinde lahm zu legen. Alle, die Müdigkeit in der Gemeinde bringen, alle, die Zerstörung in der Gemeinde bringen. Ja, unsere Aufgabe ist da. Es gibt einen Mann Gottes, den ich gerne höre oder lese. Er ist ein sehr erfahrener in geistiger Kampfführung. Er heißt Dr. Olukoya. Viele haben seine Bücher vor kurzem gekauft über Befreiung und so. Der Mann ist so ein gewaltiges Kämpfer im geistigen Kampf. Das heißt Dr. Olukoya. Hat ein Buch über geistige Ehemänner und Ehefrau, Scubus und Incubus. Das Gute in seinen Büchern hat auf Englisch und Französisch, es wurde übersetzt. Sein Gut in seinem Buch, sein Bücher ist, er gibt Präzision mit Bibeltext, mit alles und so weiter. Es ist so wunderbar. Dieser Mann erzählt, er war ein junger Prediger. Er war sein erster Dienst. Er kam in eine riesige Gemeinde. Und in dieser Gemeinde, es gab einen alten Mann. Er war um die 80, ein Prediger. Er kommt rein. Es war das erste Mal. Er kommt rein, er geht vorne. Und ihr wisst, in Nigeria, ältere Prediger sind wie Väter. Wenn die in der Gemeinde eintreten, alle Prediger ehren den. Das bedeutet, ein alter Prediger wie ich zum Beispiel, wenn ich in der Gemeinde komme, ich kann reinkommen, vorne kommen, die Mikrofon. Ab dem Moment, wo ich vorne gehe, alles bleibt still. So ist es in Afrika, in Nigeria. Diese alte Prediger, man ehrt dich, man gibt die Stelle, die ihnen gehören, weil die haben gearbeitet, die sind erfahrener, die haben diese Weisheit. Und der Mann kommt rein, er stoppt alles Lobpreis, er nimmt das Mikrofon, er schaut an Älteste, er sagt ihnen, wie lange willst du sowas hier in der Gemeinde machen? Wie lange? Wie lange willst du sowas hier in der Gemeinde machen? Wie kannst du Hexerei in der Mitte des Haus Gottes machen? Er sagt dann, dreht er sich und sagt, du isst gerade ein Menschenbein in der Mitte der Gemeinde. Und du hast ein Menschenherz in der Hand und die ist in der Mitte der Gemeinde. Er sagt, er als junger Pastor, dass dieser alte Mann Gottes sowas gesehen hat und es hat sich bestätigt. Der Älteste ist auf den Knie gegangen, hat Buße getan, hat vor allem alles erzählt, was er im Hexerei während der Gemeinde Gottes macht. Er sagt, er war abgestört, dass er ein junger Prediger, junger Mann Gottes, dass er sowas nicht sehen können, dass er so blind war. Er sagt, nee, so kann ich nicht dienen. So kann ich überhaupt nicht dienen. Dass dieser alte Mann kommt und sieht Sachen, die wir, junge Prediger, wir nicht sehen. Wie hat er das gesehen? Er sagt, er war so neugierig. Der Geist offenbart alles. Und er sagt, er hat noch etwas mit diesem Mann erlebt. Der Mann kommt in den Gottesdienst. Es gab eine Frau in dem Protokoll. Die war am Eingang der Gemeinde. Er schaut die Frau und sagt, ich gebe dir 10 Minuten zu reden. Wenn du nicht redest, ein Durchfall will dich ergreifen. Dein Bauch wird so beulen, dass du schreien von Schmerzen, bis du deinen Mund öffnest und drüber redest. Leute haben nicht verstanden. Und dann kommt er vorne und sagt, wisst ihr, wenn ihr in der Gemeinerei, die Frau ist, ihr seht sie wie normale Frau, aber ihre beiden Beine sind in der Tür. Leute gehen durch ihre Beine. Und er sagt, wisst ihr, was das bedeutet? Die ist die Tür der Gemeinde. Und jeder, der reinkommt, ist verflucht. Und er hat die Frau, und die Frau hat Durchfall gehabt. Buße getan vor der Gemeinde. Hat alles erklärt, was die macht. Um geistliche Kampfführung zu führen, blind zu sein, ist nicht erlaubt. Warum ist Gideon anstatt 30 Leute oder ist er mit 300 gegangen im Krieg? Wenn ihr 1. Samuel 30 lest, wie viele Leute hat er genommen, David?
600, 400. Hat 200 nach Hause geschickt. Amen. Warum hat Gideon 300 genommen anstatt 30.000? Bei der geistigen Kampfführung fühlt man nicht mit jedem. Unser Bruder hat gesagt, du sollst bereit sein. Dass Gott kommt nicht und sagt, wer ist bereit hier in der Masse? Nein. In deinem versteckten Ort, wo du betest, du bist schon bereit. In dein verborgenen Ort ins Gebet. Dein Herz ist so eingestellt, große Dinge mit Gott zu erreichen. Dein Leben ist so ausgestattet oder eingerichtet, Gott so zu erleben, dass egal was es dir kostet. Nicht, oh, ich habe noch das zu. Nein, Herr, jederzeit bin ich bereit. Ich habe schon alles abgegeben. Der geistliche Kampfführung nimmt dir alles, aber der Segen ist so groß. Der Sieg am Ende ist so groß. Amen. Können wir aufstehen in der Gegenwart Gottes? Halleluja. 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 Der Herr regiert. Halleluja. 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 Der Allmächtige regiert. Halleluja. Halleluja. Halleluja, der Herr regiert. Halleluja, 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 der Allmächtige. Erhebe die Stimme und sag, Herr, ich bin bereit, meine Berufung einzunehmen. Ich bin bereit, meine Berufung und die Verantwortung für diese Nation zu übernehmen. Denn du sagst, du suchst jemanden, der die Verantwortung übernehmen soll, Herr. Du suchst jemanden, der die Verantwortung über die Seele in meiner Familie, über die Seele in der Gemeinde, über die Seele in diese Stadt. Herr, ich bin bereit, meine Berufung einzutreten und meine Verantwortung, die Verantwortung über die, deine Seele, Herr, über dein Volk zu übernehmen, Vater, im Namen Jesus, Herr. Abraham hat mich seine Familie in Sichem, den Ort genommen. Halleluja. Abraham hat in Bethel ein Altar gebaut. Abraham, Halleluja, hat in Hebron ein Altar gebaut und geopfert. Abraham, Horia, hat in Gilgal. Abraham hat überall, wo Gott ihn gegeben hat, Verantwortung über das Ort genommen. Er hat Altäre dort gebaut, um zu sagen, ich versiegel diesen Ort, ich deklariere, dass dieser Ort der Herr, mein Gott, gehört. Ja, Gott erwartet, dass wir dasselbe machen, dass wir Ort, Halleluja, übernehmen, dass wir Verantwortung wie Abraham übernehmen und dass wir dort Altäre bauen, im Namen Jesus Christus, Halleluja. Oh, und das Dritte ist einfach, dass wir die Grenze des Wort Gottes nicht überschreiten, dass wir in der Grenze des Wort Gottes bleiben und das in der Vierte, dass wir täglich unsere Lebensbedürfnisse, Halleluja, als Lebensbedürfnis ein engagierte Kind Gottes führen, im Namen Jesus Christus. Oh Vater, im Namen Jesus, wir proklamieren und deklarieren, wie Abraham, Herr, wir wollen in der Geist in der defensive Kampfführung, Vater sein, indem wir unsere Berufung eintreten, indem wir unsere Berufung erkennen und eintreten, indem wir die Verantwortung in der Ort, wo wir leben, übernehmen und Altäre bauen, Halleluja, und der Boden dir zu widmen, Halleluja, in Mannheim, in Baden-Württemberg, in Deutschland, Halleluja, in Europa, in den Nationen, Herr, im Namen Jesu, wir wollen dein Wort als Mittelpunkt unseres Lebens
Leben halte, Herr. Wir wollen unser Leben so einrichten, dass du allein der regierende Gott bist, Vater. Wir preisen dich und loben dich, Herr. Wir danken dir für deine Gegenwart, Herr. Vater, du rüstet unser Leben aus. Du rüstet uns auf, Herr. Im Namen Jesus Christus. Wir danken für die Ausrüstung. Wir danken für die Erkenntnisse, Herr. Wir danken für den Sieg, Herr. Wir danken für den Durchbruch, Vater. Wir preisen dich, Halleluja. Wir loben dich, Halleluja. Du allein bist Gott, Halleluja. Du allein bist groß, Halleluja. Du allein schenkst uns Erkenntnis und Einsicht, Halleluja. Wir danken dir, Vater. Wir preisen dich, oh Herr. Du bist der mächtige Gott, Herr. Du bist der Herr der Herrscher. Du bist der wunderbare Gott. Meine Seele preisen, Herr. Meine Seele lobe den Herr. Meine Seele, Halleluja. Me baba ba shotori baba. Ika tori bario shandore baba. Me santori ba kandori baba. Me baba ba 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 ba. E baba ba 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 ba. E baba ba 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 ba. Me katori bario sha. Me Kantori Bariosha, me Santori Baba, jede Hindernisse meiner Berufung, jede Hindernisse meines Lebens soll zerstört werden im Namen Jesus. Jede Blockade in mein Haus, jede Blockade in meine Familie, jede Blockade in meine Ehe, jede Blockade in meine Gesundheit soll zerstört werden im Namen Jesus. Ich trete bewusst in meine Autorität, Halleluja. Ich trete bewusst in meine Identität. Halleluja, ich trete bewusst hinein in meine Bestimmung. Ich bin bestimmt, Gott zu dienen. Ich bin bestimmt, die Werke Gottes zu tun. Ich bin bestimmt, zu herrschen mit Jesus Christus. Halleluja. Me satori babe, ma ye baba bashotoria, e baba be baba sho, mi kantori bariosha, ma sotore baba baba, e baba baba baba, e basotori bariosha, me santori bakantosha, e baba baba baba, e baba baba baba. Im Namen Jesus Christus. Halleluja. Ehre sei den Herr. Amen. Ehre sei den Herr.